Willkommen zurück zu Grandia HD Remaster. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Checkt auch bitte die Links in der Videobeschreibung. Einmal zu meinem Twitter-Account, da poste ich jeden Tag wann und wenn mein Livestream online geht, dann noch ein Link zu meinem Discord-Server, da dürft ihr sehr gerne beitreten. Und dann noch ein Link zu meinem Livestream, denn ich streame mittlerweile täglich ab ca. 18 Uhr und würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Wir sind in der J-Basis und sie sieht ein bisschen mitgenommener aus als beim letzten Mal. Ihr merkt auch schon, dass sich alles so ein bisschen zuspitzt. Alles geht so ein bisschen Richtung Ende des Games. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall Fina finden und dann auch Gaia aufhalten. Wir haben jetzt das stärkste Schwert, storybedingt auf jeden Fall, das Geisterschwert in der letzten Episode besorgt. Und wollen jetzt hier weiter. Was haben wir hier? Könnte es das hier sein? Das führt ohne jeden Zweifel zu Gaia. Jas, hey Jas, worauf wartest du denn? Gehen wir. Okay. Ikaria Stadt 1. Okay, könnt ihr nochmal speichern? Ich bin sehr gespannt. Ikaria Stadt 2. Ach, hier sind wir. Ja, okay. Haben mich schon gefragt, wann hier was kommt. Wir haben hier mehrere Türen, nur ja, schwer zu sagen, wo es weitergeht. Ist auch eine Tür. Weiß nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, ganz runter zu gehen. Ich würde hier eigentlich echt gern einfach nur raus. Ohne groß umschauen, das wäre am einfachsten. Genau. So, das Ding hier hat mehr oder weniger ein Pattern, das sich relativ wiederholt. Das heißt, alles kommt irgendwie immer zur selben Zeit. Blau kommt nicht so häufig. Aber ich hätte gern Blau an der Stelle. Warum man das macht, weiß ich nicht. Ich verstehe da die Mechanik nicht ganz. Ist ein bisschen, ist eher ärgerlich, als dass es irgendwie gut ist. Meiner Meinung nach, aber naja. Okay, da haben wir erstmal einen Helm. Sonst nichts. Das ist ein bisschen blöd. Geisterhelm. Ja, für 100 Sekunden tot. Dafür verliere ich Aktion, aber das ist ordentlich Defense. An der Stelle, ja, jetzt müssen wir wieder hoch, denn das hier war nur für den Helm. Zumindest an dieser Stelle. Okay, wir werden hier, glaube ich, eine Weile verbringen. Ich hätte vielleicht auch den ersten Ausgang oben einfach nehmen sollen. Vielleicht machen wir das auch. Vielleicht gehen wir jetzt zurück und beginnen einfach von oben die Map bis nach unten. Und schauen, was passiert. Wie machen wir das? Wie machen wir das hier? Wenn wir gerade wirklich einfach komplett zurücklaufen. Ja, komm. Es ist, glaube ich, das Smarteste und wir gehen jede Etage separat durch. Wird wahrscheinlich auch am längsten dauern, aber bevor ich jetzt einfach mir eine x-beliebige Etage raussuche, so wie ich es jetzt gemacht habe. Na klar, hat sich jetzt gelohnt. Ne, für den Geisterhelm. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Den hätte ich vielleicht nicht gefunden. Aber wir verlieren so echt viel Zeit. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach auf der Etage hier bleiben, ne, wenn ich jetzt schon da bin. Können wir auch machen, oder? Was haltet ihr von der Idee? Weil das Ding zeigt halt komplett eine andere Richtung. Also ich glaube, ich bin komplett auf der falschen Etage.
So. Wäre jetzt gelb gekommen, wäre ich hier geblieben. Aber. Wobei ich überlege. Doch, komm, wir bleiben hier. Was die unterste Etage ist. Ach, come on. Danke. Weil das hier die unterste Etage ist, warum sollen wir nicht dann hier direkt hier bleiben? Könnte sogar richtig sein, eventuell hier. Na, da haben wir eine Kiste. Wahrscheinlich ist dann hier Ende. Dann passt es ja. Dann. Ja, dann passt es. Wenn wir Glück haben, ist hier Ende. So, erledige ich erstmal die hier, weil da weiß ich, die kann ich erledigen. In einem Zyklus mit Justin und Rap. Okay. Rap nicht. Gift. Hm. Interessant. Okay, die halten nicht viel aus. Zumindest von Justin. Okay, Rapp macht denen auch Schaden. Okay, gut zu wissen. Okay. Ja, ich heile jetzt dann auch nach dem Kampf. Jeden Fall, also das Gift muss sowieso weg. Und wir bekommen gute Erfahrungspunkte, ne? Also warum soll man sich jetzt beschweren, dass man hier noch Kämpfe hat? Das hier dahin. Ach so. Dreckszauberblocker. Haben wir hier. Auf jeden Fall eine Truhe und dann war's das. L-Schützer. Den hat Justin ja schon, ne? Der ist. Nee, halt. Ach so, das ist der vorgehende. Mehr Defense. Der hat den schon. Sie kann den noch nehmen. Zauberresistenz, alle? Ja. Mitgenommen. Okay, dann sind wir, glaube ich, auf der Ebene durch. So, ich brauche Rot. Bitte Rot kommen direkt. Jawohl. Das heißt, die Ebene ist sauber. Wissen wir es schon mal. Ganz unten ist nichts mehr. Hoffe ich zumindest. Also es sei denn, ich habe irgendwie einen geheimen Weg vergessen. Dann nehmen wir jetzt hier auch einfach die erste Tür. So, da ist ein Weg. Da ist nichts mehr. Okay. Oh. Ah, ich darf nur auf dunkel laufen, glaube ich, ne? Ansonsten droppt, glaube ich, was runter. Das wird jetzt passieren. Au. Ach so. Okay, ja, gut. Mhm. Sehr interessant. Nice. Das ist gut. Ja gut, du machst jetzt immer oder was? Ah, nerv nicht. Okay. Ja gut, dann wäre hier auch durch. Cool. Dann hätten wir auch die Ebene. Welche Ebene ist denn das? Sind wir jetzt ganz oben wieder? Hier war eine Tür und... Weiter oben noch eine, oder? Ja. Nee, da war der Eingang. Ach lol, das heißt, der erste Eingang hätte uns direkt... Weitergebracht? Na gut. So, einmal kurz heilen, weil wir haben es ja. Okay, dann dürfte es ja hier weitergehen, theoretisch. Ach so, da müssen wir hin. Ja, da unten ist schon mal irgendwas, obwohl wir unten ja keinen Weg mehr gehen. Okay. Na gut. Dann gucken wir mal, was wir machen können. Also ich konnte da jetzt nichts machen. Ich gehe jetzt nochmal hin. Aber ich kann hier nichts drücken, umwerfen, etc. Zumindest nicht, wie ich es gern hätte. Sechs Stück von euch. Ja, gut.
Nice, okay. Das nehmen wir. Ja, der verteidigt da hinten, das ist in Ordnung. So. Ja, dann bekommen wir aber gut Waffenerfahrungspunkte. Das ist auf jeden Fall nice. Und auch generell Erfahrungspunkte. So, ja. Ja. Verschwinde du mal, dann lassen wir das Geld da liegen. Ist auch in Ordnung für mich. Zwei Wege. Geradeaus oder rechts? Ja. Nehmen wir mal die erste Abzweigung. Oh, da liegt ein Schild. Das ist aber oben. Da komme ich jetzt. Ah. Oh. Okay. Nice, da komme ich sogar dran. Oh. Shit. Smart gemacht auf jeden Fall. Das gefällt mir, das ist ein gutes Konzept. Und natürlich das Geisterschild. Plus 4 Statusresistenz, alle. Und ordentlich Defense. Da verliere ich natürlich jetzt die 10 Angriff, das ist aber okay. Dann kann ich das nämlich ihm geben. Verliere ich zwar die Zauberresistenz, alle, aber das ist okay. Aber Statusresistenz, alle ist natürlich auch super geil. Okay, wir halten uns. Rechts wollte ich eigentlich sagen, aber das bringt nichts. Dann gehen wir da lang. Jetzt geht's nach rechts. Kommen wir jetzt... Es sieht so aus, als würden wir jetzt langsam Richtung... Stein kommen. Den wir ja gesehen haben. Das war natürlich bad. Das war natürlich Hinterhalt. Ah, ich hätte sie direkt facen müssen. Ach. Da war ich wieder... Da wollte ich einfach wieder... Zu schnell hier durch, einfach. Ich habe die jetzt mal verteidigt da an der Stelle, weil sie ja sowieso nicht so viel gemacht hatte. Der verteidigt da hinten. Wunderbar. Gut. Hat doch funktioniert. Okay. So. Ja. Ach, okay. Jetzt kommen wir runter. Ah. Okay. Auch das ist eine coole Mechanik. Oh. Sich jetzt aber speichern, weil der Speicherpunkt wird nicht ohne Grund da sein. Erstmal eine Kiste. Okay, ich denke mal, ich muss die richtige Farbkombination
Oh. Okay. Rot war falsch. Es ist jetzt schwierig festzustellen, ob es jetzt falsch war oder ob es richtig war vielleicht sogar. Das gilt es rauszufinden. Okay, rot. Rot, es kam Gegner. Gelb konnte ich nicht aktivieren, komischerweise. So, rot ist aber immer noch oben. Gelb, es kommt wieder Gegner. Ich habe null Ahnung, ob es stimmt. Vielleicht muss ich jetzt alle vier aktivieren, weil eins schon falsch war, also rot in dem Fall. Oder, keine Ahnung, gelb. Und, ja, muss jetzt alle vier aktivieren, alle Kämpfe eben machen und dann nochmal. Von vorne anfangen. Also erst dann, wenn man alle vier gemacht hat. Schauen wir mal. Okay, wir hatten rot. Ja, rot, gelb. Ich mache jetzt einfach irgendwas, weil, ja. Ach so. Und die Tür geht auf. Das war jetzt, das war der Trick, oder was? Okay. Oder vielleicht musste man einfach nur alle vier aktivieren und jedes Ding hat einfach nur einen Gegner gespawnt. Okay. Wir verbuchen es einfach mal als es hat funktioniert. Ich glaube, das ist die Hauptsache an der Stelle. Oh. Ja, das ist natürlich nicht so geil jetzt. Oh, viele, viele geile Sachen haben wir. Also ich würde natürlich jetzt erstmal die Wiederbelebungstränke weghauen, weil ich glaube, dass wir die am wenigsten brauchen. Weil wir ja wiederbeleben können. Oh. Das scheint richtig zu sein. Nice. Ja, sieht gut aus. Wunderbar. Was ist hier die Mission? Hier gibt es auf jeden Fall eine. Okay. Das war nicht so schwierig. Einfach nur eine Trittplattform. Oh, ich will dich noch mitnehmen, dann geht's dann nach rechts, okay. Thank you.
Okay, das Ding aktivieren und es geht noch weiter nach unten. Okay, zwei Wege. Wir gehen links lang. Oh Gott, wieder so ein Ding da vorne. Okay. Ich muss heilen. Gerade eben gesehen. Ich würde sagen, gelb. Oh. Bringt mir das was? Jetzt gehst du da lang? Okay, wahrscheinlich nur eine Kiste. Ja gut, wenn wir jetzt schon da sind. Gehen wir jetzt trotzdem da lang. Oh, nee. What the fuck? Oh. Okay, wir können Gegenstände ablegen und wir können speichern. Das ist natürlich sehr interessant. Das heißt, ich würde sagen, hier geht's weiter, oder? Wenn die beiden Dinger direkt hier vor der Tür stehen. Ich könnte Sachen ablegen, aber... Achso, ja, stimmt. Hier die ganzen... Equipment-Dinger, die ich eh nicht mehr brauche. Eventuell nicht mehr brauche. Genauso wie hier Axt, ne? Damit spielen wir nicht mehr. Keule auch nicht mehr. Brauche ich alles nicht mehr. Messertechnisch nehme ich das hier mal mit. Ich glaube zwar nicht, dass ich es brauche, aber einfach mal so. Okay. Also vermeintlich weiter. Oh, und ein Boss. Na, wieder so einer. Ja, das ist doch kein Bossgegner. Das ist doch... Spiel, ich bitte dich. Doch kein Bossgegner mehr hier. So, Disney-Animation erstmal. Wir gehen auf den. Ja, auf das Hauptding. So. Ja, Lied buffed. Und Teil des macht Luftschnitt, wenn der so heißt. Auch auf nur fürs Hauptding und dann ballern wir den weg. Ich brauche den stärksten Angriff. Jetzt nicht von Justin. Meiner Meinung nach. Also ob die anderen Teile jetzt kaputt gehen oder nicht, ist mir eigentlich egal. Ja. Das ist okay. Der Angriff kommt direkt durch. Sehr gut. Ja. Aber jetzt können wir normal angreifen, oder? Also das bisschen, was er noch hat, bringt jetzt auch nichts mehr. Da noch groß was zu machen an der Stelle. Weg ist er. Ja,
Sehr cool. Haben wir noch einen Boss besiegt? Okay, dann würde ich an der Stelle aber die Folge beenden. Passt ja ganz gut. Wir haben hier wieder einen Heilpunkt, Speicherpunkt. Haben Boss besiegt und werden hier beim nächsten Mal direkt weitermachen. Werden davor laufen und hoffen, dass es dann weitergeht, beziehungsweise wir dann auch Fina finden, also Fina und Mullen. Und dann langsam weiter Richtung Gaia vorstoßen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Checkt auch bitte die Links in der Videobeschreibung. Einmal zu meinem Twitter-Account, da poste ich jeden Tag, wann und wenn mein Livestream online geht. Dann auch ein Link zu meinem Discord-Server, da dürft ihr sehr, sehr gerne beitreten, würde ich mich freuen. Und ein Link zu meinem Livestream, denn ich streame mittlerweile täglich ab ca. 18 Uhr und würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Ansonsten war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!